Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 5. Mai 2018? Heute ist wieder ein Schicksalstag. Ich nenne diese Tagen als Schicksalstag. Es sind besondere Tage, weil wir stehen im Mondeinfluss ganz stark, diese Mondenergie, und Mond bewirkt etwas in solchen Tagen in unserem Gefühlszustand. Wir spüren intensiver unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, unsere Träume und Visionen. Ich nenne diese Tage als Schicksalstag, weil das beeinflusst tatsächlich unserem Schicksal. Und da gibt es auch Unterschiede. Es gibt Schicksalstage, wo dieser Wunsch ganz nah ist. Es gibt Tage wie heute, wo dieser Wunsch erscheint so hoffnungslos sein, ganz weit weg von unserer Vorstellung. Und es gibt auch Schicksalstage, die entscheidend sind, weil in dem Moment entscheiden wir uns, glauben wir weiterhin daran, das sorgt dafür, dass wir näher sind zu unseren Wünschen, oder fangen wir an zum Zweifeln. Und Zweifeln heißt, wir trennen davon und es werft uns zurück. In diesen Zweifelungen, entweder zweifeln wir an uns selbst oder zweifeln wir an diesem Wunsch oder kommen Einflüsse von außen, und der gut gemeinte Rat ist, hört doch auch damit, er meldet sich sowieso nicht mehr, oder jetzt willst du dich beruflich verändern, ja, sei doch vernünftig, du hast einen sicheren Arbeitsplatz, sowas gibt man nicht auf. Und dann kommen diese Ratschläge und in dem Moment hören wir zu und sagen wir, ja, du hast recht. Wir fangen an unseren Wünschen zum Zweifeln, und in dem Moment werft uns das zurück. Und diesem Schicksalstage sind die entscheidende, weil hier brauchen wir die Überzeugungskraft und auch die Glaube daran. Und bei diesen Schicksalstagen verstehen wir noch etwas, die Schöpfung. Jede Schöpfungsgeschichte beginnt mit einer Idee, mit einem Gedanke. Und zu diesem Gedanken, zu dieser Idee kommt auch dieser Wunsch, das zum Erfüllen. Und dann kommt die Liebe dazu. Und in dem Moment, wenn wir die Liebe dazu geben, dann bekommt es eine Seele. Und das lebt schon. Dann fehlt noch die Atem. Das heißt, wir glauben daran. Wir geben das nicht auf. Und das befreit auch. Und dann kommt auch dieses Luftelement, diese Befreiung. Und das fängt an zum Atmen. Und dann hat die Schöpfung schon begonnen. Aber das ist immer noch die Glaube, die Vorstellungskraft. Es ist immer noch eine Vision mit Liebe dabei. Das hat schon einen Atem, das hat schon eine Seele, das ist schon lebendig. Und dann kommt die Meisterwerk, das wird Materie. Weil die Materie entsteht aus Energie. Und wenn wir mit dieser Energie, mit Liebe arbeiten, dann bekommt es auch eine Seele. So betrachte ich auch die Kunst, die wahre Kunst. Das atmet, das lebt, das hat eine Seele. Was in Natur, auch die Pflanzen und Tieren und natürlich wir Menschen haben das auch. Und das, was in unserem Schicksal auch üben, daraus ein Meisterwerk zu machen, dass das lebendig ist, dass uns das befreit, dass wir da atmen können.
Und das ist die schöpferische Kraft in uns, diese schöpferische Energie in uns. Und mit Liebe, mit Überzeugungskraft und mit Glaube, Glaube an uns selbst, Glauben an diese Vision und Glauben an die Schöpfung und Glauben an Gott, wird Materie, wird Realität. Was werft uns zurück, wenn wir anfangen daran zum Zweifeln, wenn wir Angst davon haben oder Schuldgefühl oder anderen Gefühlen, die uns dabei bremsen? Weil ein Gefühl wie Schuldgefühl, Angst oder Zweifel oder Neid, Eifersucht, all diesen Gefühlen sind nicht die schöpferische Energie. Das ist die zerstörerische Energie. Diese Gefühle kommen nicht von Gott. Und so üben wir das, die schöpferische Kraft in uns, die Glauben an uns und verstehen die Zusammenhänge, das Leben und verstehen die Schöpfung. Und das sollen wir mit unserem eigenen Leben auch machen. So wie oben, so ist es unten. Das sind die hermetischen Gesetze. Also wir können das in unserem eigenen Leben praktizieren. Natürlich gibt es Einflüsse von außen. Aber wenn wir unseren Wünschen, unseren Sehnsüchten mal ernst nehmen und daran glauben und wir als Ziel setzen, dann kommt das auch in Form. Und so können wir alles gestalten in unserem Leben, dass es kreativ ist, dass wir diese Energie verspüren und dadurch verbessern wir unserem Leben. Und die Einflüsse von den Sternen, beziehungsweise bei diesem Schicksalstage, das ist ein ganz starker Einfluss von Mond, das ist die Mondenergie, das Gefühl dazu, unseren Ideen umsetzen im Tat. Eine Idee, eine Gedanke, das ist mehr Sonnenenergie, Klarheit zu bekommen darüber, Gedanken zu machen, das ist Verstand auch. Aber das Gefühl, die Mondkraft, die Emotionen, und das sind diese Sehnsüchte, das sind diese Sehnsüchte, das sind diese Wünsche, das sind diese Träume und Visionen. Und heute ist auch ein Schicksalstag. Und ich werde nicht nur heute, sondern in Zukunft immer betonen, diese Tage, weil das sind die entscheidenden Momente, das ist die Zeitqualität. Weil in diesem Tagen entweder nähern wir zu diesem Wunsch oder brauchen wir Kraft, diese Überzeugungskraft, ja, das wird was. Und das ist dieser heutige Schicksalstag. Und welche Einflüsse gibt es und wie stehen die Sterne in diesem Moment? Genau wo das ganz stark spürbar ist, die stärkste Mondenergie, was bei uns diese Sehnsucht, dieser Wunsch auslöst. In diesem Moment steigt die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont auf. Und im selben Moment steigt die Tierkreiszeichen Stier in Westhorizont nach unten. Die spiegeln etwas, die halten die Gleichgewicht. Das passt ganz gut zu diesem Wunscherfüllung. Weil die Wünsche können wir durch Gefühl in Realität umsetzen. Die Gedanke ist zu wenig. Damit beginnen wir natürlich. Die ganze Schöpfungsgeschichte beginnt auch von einer Idee. Und dann wird das ein Gedanken. Dann ordnen wir das. Dann wird das Wort, weil wir das aussprechen. Dann kommt das Gefühl dazu. Dann kommt die Liebe, die Begeisterung. Und dann wird das eine Seele und fängt an zum Atmen. Und dann kommt die Materie, die Realität. Und bei diesem Skorpion, was aufsteigt, dieses Gefühl, dieses starke Gefühl, lassen wir mal aufsteigen, diese Quelle. Wir sollen mal in diese Quelle schauen. Was ist das genau, was für Wunsch? Wir sollen das genau formulieren, beschreiben. Dann haben wir schon ein Ziel oder mehreren Zielen. Und gegenüber spiegelt die spiegelt sich der Tierkreiszeichen Stier, Erde-Element, das heißt Realität. Und Stier heißt
Nimm das im Besitz. Und das hält gerade den Gleichgewicht. Und noch etwas wichtig ist bei dieser Position. Skorpion in einer Seite, das ist die Magie. In Tierkreiszeichen Skorpion verbergt sich die Magie, die ganze Schöpfung. Das ist die Kraft, die Überlebenskraft. Das zeigt die Skorpion. Auch die Sexualenergie ist hier verborgen in Tierkreiszeichen Skorpion. Und das ist auch das Leben erhalten, zu bleiben. Und auch die regenerierende Kraft ist auch Skorpion oder die Tiefschlaf, das uns wieder Kraft gibt. Diese regenerierende Kraft, die Erneuerung, die Zellen und all das, diese Bewegung, das ist Pluto. Und hier in Tierkreiszeichen Skorpion herrscht dieser Planet Pluto. Das ist alles die Kraft, die Energie des Skorpions. Und das steigt auf. Und die Stier nimmt das im Besitz. Nimm das ernst und genieß es, diese Schöpfung, das alles in Form zu bringen. Und ich betone nicht nur die Tierkreiszeichen Stier, sondern hinter dem Tierkreiszeichen Stier in diesem Bereich ist ein ganz großes Sternbild Orion. Und Orion und Skorpion haben miteinander was zu tun. Orion ist der himmlische Jäger. Ein ganz eingebildeter Orion ist es. Von sich selbst überzeugt. Der kann alle Frauen haben und kann alle Tiere töten, bis mal die Lektion bekommen hat, wo eine Dame erobern wollte. Dann der Vater hat ihn erblendet, also wurde blind. Er hat die Augenlicht wieder bekommen, von dem Morgenröte, also hat wieder das Licht bekommen, die Augenlicht, das wurde dann natürlich geheilt, das wurde geheilt. Aber diese Einbildung von Orion, ich kann alle Tiere töten, weil ich bin der himmlische Jäger. Ja, Orion ist der himmlische Jäger. Aber die Skorpion hat sich gewehrt. Und die Skorpion meinte, ja, das kann sein, Orion, aber mich kriegst du nicht. Und Skorpion tötete Orion. Natürlich, diese mythologischen Geschichten haben eine symbolische Bedeutung, immer. Und was ist hier die Bedeutung? Das ist die Kraft, die innere Kraft des Skorpion, dass alles im Leben erhalten bleibt, muss dafür etwas absterben. Das ist auch die Pluto-Energie. Pluto ist nichts anderes als Hades, der Gott der Unterwelt. Der Todesbereich, aber das hat mit Tod, mit Vernichtung gar nichts zu tun, sondern wenn wir Pluto verstehen, dann verstehen wir, das ist das Lebenskraft, der hält das Leben erhalten, das ist die regenerierende Kraft, aber damit in diesem Kraft bleiben kann, muss vieles absterben, das ist das Kreislauf, das Leben, Pluto ist die Kreislauf, das Leben und Skorpion ist diese transformierende Kraft. Also wenn wir unsere Wünsche erreichen möchten und brauchen wir die Kraft dazu, muss etwas aufopfern. Und hier Skorpion natürlich hat eine Lektion erteilt zum Orion und das ist das Symbol, etwas muss absterben, etwas müssen wir aufgeben, damit konzentriert in diesem Energie, in diesem Kraft bleiben, dass wir weiterhin daran arbeiten, unsere Ziele zu erreichen. Und das ist diese Kraft und das ist diese Veränderung und das ist diese Transformation. Das ist ein Wunderbar, dass Skorpion und Stier liegen gerade in Ost- und Westhorizont und halten die Gleichgewicht. Im tiefsten Punkt im Horoskop, was ich als Baum bezeichne, für mich ist die Horoskop wie ein Baum, der tiefste Punkt ist die Wurzel. Da sind die Ahnen, da sind wir verwurzelt, das sind unsere Traditionen, die Elternhaus. Und dieser Baum, was im Horoskop der höchste Punkt ist, das ist die Krone, das ist die Krönung. All das, was wir erreichen können, die höchste, was wir erreichen. Und im tiefsten Punkt, in diesem Moment, diese
Energie, was unsere Wünsche betrifft. Die Verwurzelung ist die alte Karma. Vielleicht kommen sogar alte karmische Erinnerungen hoch oder Begegnungen und die Krone des Baumes, die karmische Erfahrungen. Das Selbstbild, aber auch dieses Ziel zu erreichen. Die Karma lenkt uns in diese Richtung. Weil was ist Karma? Das ist ein Ziel, unserem Leben so zu gestalten, dass wir glücklich, zufrieden leben, befreit leben, damit wir von diesem karmischen Kreislauf aussteigen können, dass wir in ein höheres Bewusstsein haben, befreit von Karma und von karmischen Belastungen. Und das ist die Energie für diesen Schicksalstag. Gibt es Hindernisse? Ja, es gibt Hindernisse. Und das sind die Einflüsse von außen, das hindert uns. Sind auch Spannung da? Woher kommen diese Spannung, Energie, diese Einflüsse von außen? Das sind Menschen, die dazu etwas sagen. Das sind die Kollegen, der Arbeitsplatz, die Arbeit bedrückt uns, die Arbeitsplatz bedrückt uns. Oder Kollegen, Kolleginnen sagen dann, ja, sei doch vernünftig, bleib in diesem Arbeitsplatz. Ich habe auch Wünsche, meine Berufung zu leben, aber dazu bin ich zu alt, habe ich die Ausbildung nicht. Und so sicherer Arbeitsplatz heutzutage gibt man nicht auf. Das sind die logischen Gründe dann. Und die Einflüsse noch heute von außen, auch die Gespräche von Verwandten, Bekannten, Nachbarn, die sagen das Gleiche. Also nicht wundern, wenn andere Menschen dann sagen, hört doch auf damit. Jetzt vergiss ihn schon, der hat schon seit 2 Monaten nicht gemeldet, er hat bestimmt eine andere Frau, der wird sowieso nicht melden. Vielleicht hat er Angst oder hat Probleme zurzeit. Man muss nichts rein interpretieren, sondern die Wahrheit sollen wir sehen. Oder in anderen Situationen, wie gerade die Berufung, das sind gut gemeinte Rat, wo man sagt, ja, bleib in diesem Arbeitsplatz, das ist wenigstens sicher und jetzt kannst du es nicht einfach so aufgeben, sei mal vernünftig. Und wir neigen dazu, ja, vernünftig zu sein, du hast recht. Ja, ich bin ein Träumer, ich will aber nicht eine Träumer. Man schämt sich auch dafür, wenn man Träume hat. Und das sind die Einflüsse heute und das blockiert. Also es ist viel kluger, diesen Wunsch vielleicht gar nicht aussprechen, sondern nur verinnerlichen und daran wirklich glauben. Und welcher Halbedelstein passt dazu, damit wir diesen Wunsch klar definieren können? Was ist es genau? Welche Ziele sollen wir setzen? Dazu brauchen wir die Klarheit und dazu empfehle ich die Bergkristall. Es ist nicht nur, weil Klarheit gibt, unsere Wünsche klar erkennen, definieren, sondern es ist auch Energie. Es klärt sich etwas, bereinigt etwas, verbindet Energiefelder und hilft auch bei Raumenergie. Das ist Lebensenergie, auch Licht. Bergkristall ist auch Lichtenergie. Und wir können das kombinieren auch mit Rosenquarz, weil das ist die Stein der Liebe. Das passt, harmonisiert wunderbar miteinander zusammen. Und wenn wir Wünsche haben, das ist immer aus Liebe. Auch wenn es um Berufung geht oder über eine Hobby geht, ist immer Liebe dabei. Und das sind die Halbedelsteine. Bergkristall sollen wir auch entladen mit fließendem Wasser. Und jetzt können wir mit Mondenergie aufladen und visualisieren unsere Wünsche. Ein kleines Ritual machen für Wunscherfüllung ist optimal. Und Mond bewegt sich im Steinbock. Und Steinbock ist natürlich für Zielerreichung ganz stark. Das ist die Stärke, die Steinbock-Geborenen, dass sie sehen, egal was kommt, egal wie schwierig das für andere erscheint, die Steinbock zieht das durch. Die erreichen ihre Ziele und sie erreichen vieles im Leben. Und dazu eignet sich sehr gut, die heutige Mondenergie-Ziele zu setzen und für diese Wunscherfüllung. Und wie wirkt es auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Aber vorher möchte ich noch erwähnen, heute ist ein Tag der Kreuzung.
Heute stehen wir in unserem Leben wie eine Kreuzung. Hier überlegen wir, wie geht es weiter? Welche Entscheidungen treffe ich jetzt gerade? Natürlich, wenn man zweifelt, das ist nicht gut. Und dazu brauchen wir wieder die Orientierung, die Ziele. Ja, das ist es, was ich erreichen möchte. Dann wissen wir, in welche Richtung wir die Energie lenken. Dann kommt auch etwas in Bewegung. Wir sind immer in Bewegung. Die Einzige, was uns in Bewegung hindert, das ist die Angst. Weil in dem Moment sind wir gelähmt, geht nichts voran. Und welche Einflüsse gibt es noch? Mond bekommt einen Einfluss von Deneb. Und Deneb ist eine Brücke aus Schwanen. Und dazu gibt eine mythologische Geschichte aus der chinesischen Mythologie. Es gab ein Hirtenjunge, Altair. Und im Himmel gab es ein Fee, Vega. Und Vega verliebte sich an diesem Hirtenjunge und kam auf die Erde. Die beiden haben sich verliebt, haben sie auch geheiratet und Vega arbeitete als Weberin. Das war ein schönes Familienleben, der Hirtenjunge und die Weberin. Bis dann der Himmelskaiser entdeckte, dass diese Fee gar nicht mehr im Himmel ist, sondern bei den Menschen. Und dann sagte der Himmelskaiser, und es ist nichts anderes bei der chinesischen Astrologie als die Sonne, sagte der Himmelskaiser zu seiner Frau, zu dem Himmelskaiserin, und es ist nichts anderes als der Mond, oh, schau mal her, unsere Fee ist unten auf die Erde bei den Menschen, das sollte doch zurückholen, was meinst du damit? Was sagst du dazu? Und die Himmelskaiserin sagte, ja, wir sollen die Fee zurückholen. Und so passierte auch. Sie haben diese Weberin zurückgeholt im Himmel und die beiden Liebenden waren getrennt. Tatsächlich im Himmel liegt zwischen den beiden Sternen Altair und Vega die Milchstraße, was die Chinesen als gelbe Fluss betrachtet haben. Und die Mitte ist Deneb. Und Deneb ist die Hauptstern im Sternbild Schwan. Diese Deneb dachte dann, oh, ich kann das gar nicht zuschauen, dass diese beiden Liebenden jetzt getrennt sind, nur weil die Milchstraße dazwischen liegt. Ich bilde eine Brücke zwischen den beiden aus Schwanen. Immerhin bin ich die Hauptstern von dem Sternbild Schwan. Und so passierte auch, Deneb bildete eine Brücke und in dieser Brücke treffen sie sich die beiden, Altair, der Hirtenjunge, und Vega, diese Weberin. Und diesen Tagen, das ist der siebte Tag, der siebte Mondmonat, ist der Tag der Liebe und das verbindet die beiden. Und genau diese Energie beeinflusst diese heutige Wunscherfüllung-Energie, diese Mondkraft, wo in unseren Emotionen etwas stark auslöst. Weil die Gefühl, die Sehnsucht, die Wunsch ist da. Jetzt müssen wir nur eine Brücke bauen aus Schwanen zu diesem Wunsch. Und wie machen wir das, diese Brücke zu bauen? Mit unserer Vorstellungskraft, unserer Vision. Wir sollen das bildhaft vorstellen, die ideale Zustand. Da haben wir schon vieles getan. Da haben wir schon etwas gelernt von der Schöpfungsgeschichte. Und dann kommt die Gefühl dazu, die Begeisterung und die Liebe. Und dann kommt die Kraft, die Überzeugungskraft. Und egal welche Einflüsse kommen von außen, wir bleiben in diesem inneren Kraft. Und dann verspüren wir die Pluto-Energie. Und dann kommt dieser Loslassen-Prozess, das alles Loslassen geschehen lassen. Wie bei Pflanze, was man einpflanzt, wächst auch nicht sofort, das ist auch nicht sofort sichtbar, braucht Zeit, bis das sichtbar ist. Und Zeit brauchen wir auch. Also wir
schenken dieser Glaube und auch diese Geduld. Die Geduld, bis sich das alles reift. Aber wir bleiben in dieser Überzeugungskraft, dass es auch etwas geschieht. Und auch wir freuen schon drauf. Und bei der ganzen Visualisierung sehen wir die Ergebnis. Und dann haben wir das schon in Bewegung gesetzt. Und die Ergebnis ist Materie, Realität. Das wird sichtbar sein, greifbar. Und so erreichen wir unsere Ziele. Und das natürlich zeigt auch diese Geschichte auch Altair und Vega und diese Brücke bauen von unserem Selbst zu unserem Wunsch. Ich würde noch dazu sagen, wir müssen auch eine Brücke bauen zu Schöpfung, zu Gott, zu diesem Einflüsse von die Kosmos, weil wir sind nichts anderes als ein Teil davon, ein Kind davon. Und wie wirkt das alles auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Ich beginne mit den Skorpiongeborenen, weil bei dieser Wunscherfüllung, bei diesem Schicksalstag, ist die stärkste Energie jetzt die Skorpion. Die Skorpion zeigt den Weg, so geht es alles. Also die transformierende Energie und die inneren Kraft. Und die Skorpiongeborenen haben auch die Glück, das zu erreichen. Die Einzige, was hindert, was blockiert, das ist das innere Gefühl, die Angst davon, die Zweifel. Wie ich schon sagte, es werden Einflüsse kommen von außen und jeder sagt, sei vernünftig, sei bodenständig. Das hat keinen Sinn. Diese Einflüsse kommen und das ist natürlich ein Hindernis, aber wir entscheiden selbst, ob wir das zulassen oder nicht zulassen. Also die Kraft liegt gerade bei den Skorpiongeborenen und sie haben auch diesen wirklich Wunsch, das sichtbar machen, dass sie das auch erreichen. Also wichtig ist, die Emotionen transformieren und in diesem Kraft bleiben. Und die Skorpiongeborenen zeigen, wie das geht, den Weg. Und daran liegt die ganze Magie. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen möchten wahrgenommen werden, wünschen sich Veränderungen in ihrem Leben, ihre Wünsche, Sehnsüchte, natürlich auch die Selbst zu sein, etwas selbst zu erreichen, etwas selbst in Hand zu nehmen. Bei vielen Schützengeborenen ist es auch die Selbstständigkeit. Aber der Wunsch auch geht um die Liebe, Partnerschaft. Und die Neigung, daran zu zweifeln oder verletzt zu fühlen, zurückziehen, also entweder die Zweifel oder die Rückzug, das trifft natürlich die Schützengeborenen, aber all das muss überwinden und doch auf anderen zuzugehen, weiterhin daran glauben, so kommt es in Harmonie, so kommt es im Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben hier auch eine sehr wichtige Aufgabe. Das sind gar nicht die Träumereien, das ist etwas Neues für die Steinbockgeborenen, was gerade üben und lernen. Das ist jetzt die Saturn-Energie, belehrt gerade diesbezüglich die Steinbockgeborenen. Aber was die Steinbockgeborenen zeigen können, wie geht das, Ziele zu erreichen? Im Praktischen, wie arbeitet man daran? Und diese Schritte zu machen, daran liegt die Stärke, die Steinbockgeborenen. Und jetzt kommen die Träumereien dazu und das sollen die Steinbockgeborenen auch gerade zulassen, weil dieses Gefühl ist da. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen kommen jetzt karmischen Erinnerungen. Entweder über eine karmische Liebe und wieder die Sehnsucht nach diesem erfüllten Partnerschaft, nach diesem Seelenpartner oder Seelenpartnerin oder die Berufung. Weil der Beruf ruft, weil es gibt einen Bereich, wo wir Meister sind und das ruft uns. Und diese Suche nach die wahre Berufung oder dieser Wunsch zu haben, das verspüren die Wassermanngeborenen. Und die Wassermanngeborenen haben Glück in die Liebepartnerschaft. Der einzige Hindernis, wenn sie daran zweifeln. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen fühlen sich jetzt angesprochen, weil das ist die Stärke, die Fischengeborenen.
die Romantik, die Sehnsüchte, die Träume, die Visionen. Da kennen sich die Fischengeborenen aus, weil das ist die Welt der Fischengeborenen. Aber hier sind zwei Fischen. Die eine schwimmt mit dem Strom und lässt es einfach fließen. Und die andere Richtung, die zweite Fisch, schwimmt gegen den Strom und verspürt nur die Angst und die Zweifel. Und es zieht nach unten. Also hier die Richtung bestimmen, das heißt, im Vertrauen bleiben, daran zu glauben und dann loslassen, dann geschieht das alles, geschieht das alles. Und das ist die Richtung, was die Fischengeborenen ändern können bei der Wunscherfüllung. Die Tierkreiszeichen Wiedergeboren ist die Stärke, die Neubeginn und auch die Mut und die Kraft. Da verspüren die Wiedergeborenen keine Angst. Also auch von diesen Wünschen, von diesen Träumen braucht man auch keine Angst zu haben. Und diese Veränderungen, diese Umbrüche ist natürlich passiert gerade bei den Wiedergeborenen. Die einzige, was hindern kann, die verletzten Gefühle von Vergangenheit. Aber auch davon braucht man keine Angst zu haben, weil gerade die Chiron-Einfluss löst etwas bei den Wiedergeborenen aus. Jetzt kommt die Zeit, die Heilung. Alten Wunden werden geheilt. Die Tierkreiszeichen Tiergeborenen spiegeln etwas in diesem ganzen Wunscherfüllung. Die Realität und das Genuss, das in Besitz zu nehmen. Und hier die Venus-Energie. Das heißt nicht, dass Venus jetzt im Tierkreiszeichen Fischen ist, Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist, sondern die Venus herrscht über die Tierkreiszeichen Stier. Also die Stiergeborenen haben einen Bezug zu Venus-Energie. Das ist die Kreativität, die Schönheit. Schön gestalten dieser Wunsch, aber auch Liebe und Partnerschaft. Und das ist jetzt sehr wichtig, sehr wichtiges Thema bei den Stiergeborenen, weil daran liegen die Sehnsüchte. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist auch ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Aber die Angst blockiert und von Angst sollte man befreien. Dann kommt auch diese fließende Energie. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist die Stärke, die Geburt an etwas. Weil die Krebsgeborenen wissen ganz genau, das geht nicht von heute auf morgen. Alles braucht Zeit. Das muss alles reifen. Das ist die richtige Geburt und sie spüren auch diese Momente im Leben. Sie fühlen die Zeit. Und das ist die ganze Geheimnis, die Krebsgeborenen. Und auch bei die bei diesem Wunscherfüllung, sie haben dieses Feingefühl, wann ist richtig eine Rituale machen, wann ist richtig zum Handeln, diese Zeitqualität, das können sie gar nicht mit Verstand fassen, nee, das ist ein Gefühl, die Geburt an etwas und die ganze Schöpfung ist eine Geburt von etwas und das trägt die Krebsgeborenen wie ein Mutterleib. Da reift etwas. Was geschieht dann und wird Realität? Und das können sie Krebsgeborenen fühlen und vermitteln oder das für sich selbst verinnerlichen. Sie spüren auch, wann ist richtig zurückziehen, wann braucht man die Ruhe, die Meditation, aber nicht, wenn man verletzt fühlt, gleich zurückziehen. Das ist vielleicht nicht immer klug, aber wenn das angebracht ist, weil sie diese innere Ruhe suchen, weil dieses Gefühl brauchen, diese Reifungsprozesse und diese Kraft, diese Geduld auch. Das ist natürlich eine sehr schöne Eigenschaft bei den Krebsgeborenen. Und jetzt kommt das Licht. Hier wird schon sichtbar etwas und das ist die Löwe. Hier kommt die Sonnenkraft. Und die Löwengeborenen haben gerade karmische Themen. Aber das ist was Neues, neue Aufgaben, sich zum Entfalten, etwas Neues entdecken. Die Löwengeborenen löst etwas aus die karmischen Knoten, die Entdeckung. Das Leben ist doch ein Abenteuer und das zu verwirklichen, diese schöpferische Kraft
verspüren gerade die Löwengeborenen. Und die Löwengeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen und haben auch Glück in die Liebepartnerschaft. Die Tierkreise zeichnen Jungfrau geboren, die ordnen gerne etwas. Und das brauchen wir im Leben, diese Ordnung, sonst ist alles ein Chaos. Und wir können nicht in einem Chaos leben. Und dazu ist wichtig, diese Arbeit, dieses System, diese Ordnung. Das ist die Stärke der Jungfrau geboren und auch diese Klugheit, diese kluge Entscheidungen und alles sortieren, was richtig ist, was weniger gut ist. Aber oft braucht man mal Entlastung, mal das Leben einfach nur geschehen lassen und genießen. Und gerade bei dieser Wunscherfüllung hilft das momentan die Jungfrau Geborenen. Mal entspannen und sagen, jetzt lasse ich einfach so geschehen, alles was so kommt, das fließt jetzt alles auf mich zu. Immerhin, die Tierkreiszeichen Fische spiegelt das auch für die Jungfrau Geborenen. Und das ist oft klug, mal in die Spiegel zu schauen, weil so kommen die inneren Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Wagen geboren ist ein Aufstieg. Sie möchten sich etwas sichtbar machen. Entweder etwas veröffentlichen, etwas zeigen, im Mittelpunkt zu stehen, Anerkennung zu bekommen, etwas organisieren, etwas sichtbar machen, die Ideen umsetzen in Realität. Diese Erfolgserlebnis brauchen zurzeit die Wagengeborenen. Nicht nur beruflich, sondern auch im Bekanntenkreis und Freundeskreis mal etwas sichtbar machen. Oder die Klarheit sehen, die Klarheit erfahren, auch die Wahrheit. Und in die Liebepartnerschaft haben die Wagengeborenen gerade Glück. Und das war mein Tageshoroskop bei diesem besonderen Schicksalstag. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.